Bevor wir mit dem 15. Part des Mario Maker 2 Story Modus Let's Plays fortfahren, möchte ich euch hier noch einmal meine Bauarbeiter-ID zeigen. Ich habe zwei neue Level gebaut, 6 an der Zahl habe ich. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auf Ehrenbruderbasis unterstützen? Nee, keine Sorge. Ja, also da ist meine Baumeister-ID 04G H367WG. Steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Vielen Dank, wenn ihr meinen Level zockt. Und jetzt geht's los. Und damit ein herzliches Willkommen zum 15. Part, glaube ich, ist es. Ich hoffe, ich habe in einem Galaxy-Part schön gesagt, 12. Part, obwohl es der 13. war. Oder irgendwie sowas. Naja, ich hoffe, es ist der 15. Willkommen zurück. 78% haben wir das Schloss. Wir machen direkt weiter. Oder ist wieder die Taube da? Die Taube? Nee. Aber der Hund ist aus seinem Panzer gekommen. Nö, okay. Sagt nichts. Kommt die Taube wieder aus der grünen Kanone rausgeschossen? Ah, der Tod arbeitet da oben noch. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück, hab ein neues Mikrofon, wie ihr vielleicht hört. Ich spreche in so einem, ja. Sieht schon etwas cooler aus, dieses Mikrofon, sagen wir es mal so. 100 Abos Special ist klar, zeige ich euch das ganze Setup hier und mein hässliches Gesicht. Nee, okay. Mein wunderschönes Gesicht, ja. Hat sich die Taube irgendwo anders versteckt? Ist die irgendwie, keine Ahnung... Muss ich die abschießen? Ich gucke jetzt erstmal alles durch. So. Ne, sind nur Münzen. Okay, wir machen einfach Aufträge. Irgendwann kommt die schon wieder. Aha! Nach die habe ich gesucht. So sieht man sich wieder. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Ich hoffe, das war die Stimme, die ich dem gegeben habe. Der unbemannte Münztransport. Bereit für eine Herausforderung? Dann sammle alle 50 Münzen für mich, während du von allen Seiten mit Kugelmillis beschossen wirst. Spring auf sie drauf, um sie zu besiegen. Aber pass auf, dass du danach nicht ins Bodenlose fällst. Okay. 50 Münzen müssen wir sammeln anscheinend. 200 bekommen wir, das heißt 250 Münzen bekommen wir durch diesen Level. Dieses Level. Hater würden sagen, es heißt das Level. So, des Weiteren habe ich den Game-Sound ein bisschen leiser gemacht. Und den Mikrofon-Sound ein bisschen lauter. Ich weiß auch noch gar nicht, wie sich dieses Mikrofon anhört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Oh man, direkt treffen lassen. Bap, bap. Hier unten kann ich nicht getroffen werden. Pilz. Pilz, du. Pilzkopf. Schimmelpilz. Pilzgesicht. Fußpilz. So. Ich hab Bock, wieder aufzunehmen. Der letzte Part war noch von vor dem Urlaub. Und dieser hier kommt dann nach dem Urlaub. Also, wird aufgenommen nach dem Urlaub. So. Gib mir Coins. Gib mir Coins. Hä? Oh Gott, ich dachte, ich springe da drüber. Bap, bap. Münze. Pilz. Another Mushroom. So. Ach, Mann. Für mich hat jetzt übrigens, ja, das Abitur begonnen. Ich muss mal gucken, wie es dann wird zeitlich mit Videos aufnehmen. Okay, wir müssen uns besser anstellen. Vielleicht habe ich hier... Tja, wenn ich die vergessen hätte. Och Mann, schon wieder getroffen. Schieß. Nee, stimmt, die kann ich. Die kann ja gar nicht schießen. Oh, ich dachte schon. Okay. Bap, 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 babidi bap. Wow. Interesting. Hilfe. Hilfe. Hilfe.
Okay. Wir sind wieder hier. Bei den Flammenwerfern. Weg da, du Kugelwilli. Schwingen, schwingen und... Oh Gott, ich dachte schon, ich werde da getroffen. Okay, der Pilz wieder. Badabubab. Ui, holla die Waldfee. So, ich sag so oft so. Ich bin ja wieder eine Typ da. Ich weiß gar nicht, wie der Name ist. Oh Gott, noch zwei Münzen. Ja, da sind sie. Und jetzt? Aha! Warte. Haha. Dann schieß nochmal. Bam. Der allerechte. So. 75 Münzen haben wir. Jo, passt. 275. Läuft. So. Haben wir dich also doch gefunden, du Taube, Taube. Kannst du mich hören? Ach nee, du bist eine Taube. Ja. Westflügeldach. Ist bald fertig. Okay. Mal gucken, wann wir dich wiederfinden. Hier muss man also suchen. Okay. Gut. Ja. Ab zum Vorarbeiter-Tod. So, jetzt gucken wir erstmal, haben wir alles. Ja, wir haben nichts ausgelassen. Okay. Ich und meine Laterne. Nee, mit meiner Laterne. Ziemlich dunkel in diesem Keller, nicht wahr? Ich hatte nicht viele Lichter zur Verfügung, aber als erfahrener Zimmermann habe ich das Beste draus gemacht. Trotzdem solltest du vorsichtig sein. Wenn du das Ziel erreichst, gebe ich dir etwas von meinem Lohn ab. Erfahrener Zimmermann. Keine Ahnung, wer das ist. Dann zeig mal, wo der Hammer hängt. Am Tor. So. Ja. Ich werde wahrscheinlich auch in diesem Part, okay. Ich werde natürlich auch in diesem Part wieder die Abstimmung machen. Wie findet ihr das Mikrofon? Jo. Oh mein Gott. Ich muss den wahrscheinlich verfolgen, den P-Switch. What? Hey. Ja, Livestreams muss ich mal gucken. Ob ich die auch wieder mache. Hier, das Internet meldet sich irgendwie nicht. Ah, mal gucken. Ich hoffe, das kommt bald. Knochen trocken. P-Switch. Knochen trocken. Ha, jetzt bin ich draufgesprungen. Hä? Münzen. Scheine. Hä? Oh, der Boden. Okay, wir müssen da oben wieder den P-Switch verfolgen. Da kommt ein Stach hier runter. Das ist ein Pow-Block, okay. Uiuiui. Wie P-Switches einfach als Lichter fungieren. Das ist ja richtig interessant. Wie kommt man denn da hoch? Okay. Okay, Powerblocks. Die haben das hier wie in hier in New Super Mario Bros. Wii gemacht. Wo sie hier so Lichtblöcke hatten. Erinnert ihr euch an die? Da gab es so hier diese Lichtblöcke mit Augen. Es gab einmal die Blöcke mit Propellerkopf und einmal die Blöcke mit Augen. Ja. So. Uiuiui. Warum sind die... Ach, die Powerblöcke sind nur als Licht. Die sind nur als Licht. Hä? Ah! Aha! Diene mir als Licht, P-Switch. Diene mir als Licht. So. Oh Gott, ich dachte, was mache ich denn hier? Ah, jetzt verstehe ich das. Oh Gott. Wenn ich an den
wie heißt's, an den On-Off-Schalter springe, dann leuchten die heller. Das ist ja richtig cool. Okay. Gut zu wissen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man lernt immer wieder Neues. 840 haben wir. Ich glaube, wir können damit noch nichts weitermachen. Ich glaube, das ganz große Dach kostet irgendwie 1500 oder so, oder? Okay, wir haben noch mehr Aufträge. Wildes Wolkengehüpfe. Okay. Los geht's. Wer möchte sich zu meiner persönlichen Ergötzung diesem Level stellen? Es ist ganz einfach. Man muss nur 40 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Ach ja, dabei hüpft man unkontrollierbar herum und wird von Kugelwillis beschossen. Ja. Also, ja. Über den Wolken ist dann wohl doch nicht so schön. Über den Wolken, wo die Kugelwillis fliegen. Alle Ängste, alle Sorgen sind drüber. Ha. Ist hier eigentlich Bossmusik? Ich glaube schon. Ich brauche mehr Münzen. Mehr Münzen. Ja, ich will nicht sterben. Ich brauche diese 10er-Münze. Oh, Skiller. Okay. Nein! Schade. Schade, Schokolade. So. Okay. Dann sind wir auch hiermit durch. Yippie. 1101 Nächte. So. 83% haben wir. Okay. Nächster Auftrag. Lava Fit. Ich habe einen total funky Fitnesskurs gebaut. Komplett mit steigender Lava und so. Leider ist er jetzt so schwierig, dass ich ihn nicht mehr schaffe. Will ihn jemand anderes mal ausprobieren? Ja, das machen wir natürlich. Wir sind hier der Unternehmer, wie wir wissen. Bob der Mario, Mario der Bob, nee, Mario der Baumeister. Lava steigt. Steigende Lava. Ist in einem meiner Level, habe ich das auch eingebaut. Steigende Lava. Ist immer was Feines. Münzen. Münzen, Scheine, Geld, Münzen, Scheine, Geld, hier. Zack. Hoch hier. Direkt rüber. Ach, das ist doch ganz easy. Aha, man muss ja sogar darüber. Da oben wären nur 2 Coins gewesen. Okay. Hier gibt's was Interessantes. Das ist auch... Oh nein! Das war auch cool. Ich dachte, ich springe auf die Kugel rauf. Aber ich war mir nicht sicher, soll ich da vorlanden oder da rauf? Und dann bin ich reingesprungen. Yay! Yeah. So. Next try. Einmal bitte Knochen trocken. Knochenbahn. Bab. Bab. Das war zu früh. Das war zu früh. Das war zu früh. Ach. Oh yeah. Hey. So, okay. Die 2 Münzen da oben mitgenommen, wie ein Skiller. Bab, 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 bab. Hey, hier noch die Münzen mitnehmen. Dauert es zwar ein bisschen länger, aber mein Gott. Fallen die runter, da kommt wieder diese Kugel, die mich besiegt hat. Okay. So schnell ist das jetzt noch nicht.
Aber mal gucken, ne? Joa, mal gucken, ne? Uiuiui! Ach du heiliger Bimbam. Das ist aber auch cool. Was zur Hölle? Hm? Zwei Leben habe ich noch. Was war das denn? Was ist das denn für ein Troll? Was ist das denn? Oh Mann, man verliert immer die Hälfte seiner Münzen. Es tut so weh, die Münzen fliegen zu sehen. Okay, jetzt gehen wir nur noch darauf, das Level zu schaffen. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Was? Was? Okay. Nochmal in dich kehren. Nochmal versuchen. Und nicht Luigi überlassen, könnte ich den Controller. Hey! Knochenbahnen, knochenhart, knochentrocken. Okay, also ab dem Checkpoint, finde ich auch, wird es ziemlich schwer, das Level. Ich bin zu grenzdebil. Mann. Okay. Spaß, Motivation, Gold. Doch safe ein 4-Sterne-Level, oder? Warte mal, sieht man das? 3 Sterne, okay. Okay. Aber wenn man sich so blöd anstellt. Ach. Ja, also, der Part wird 1 Stunde lang. Daumen hoch, nicht vergessen. Ja, aber lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Drückt auch noch auf den Abo-Button. Wenn es euch gefällt, dann würde ich euch das raten. Und die Glocke aktivieren, damit ihr gar nichts mehr verpuzzelt. Zack. So. Springen. Münzen sammeln. Springen, springen, springen. Hier springen. Okay, hoch hier. Zack. Wenn die Kugel mich noch getroffen hätte. Ah, na, na, na. Okay. Ja. Okay. Das ist nicht möglich. Das ist... Geh noch mal runter. Man weiß gar nicht mehr, was abgeht. Oh mein Gott. Juhu. Ja, okay. 116 Münzen. Richtig Gott. Gut. Und damit würde ich sagen, was das auch schon wieder. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Abo, Glocke, habe ich schon gesagt. Alles. Yeah, yeah, aha. This my shit. Ja. Freut mich, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt. Willkommen zum 16. Part von Super Mario Maker Stylus. Bis dann. Ciao.